Hi Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und jetzt kommt auch endlich ein sehr spannendes Video von uns und zwar MSFGG. Ich glaube, jeder, der Marvel Strike Force spielt, hat dieses Programm bzw. diese Website schon mal gehört und auch direkt im Zusammenhang wird auch immer von Mantis gesprochen. Ich persönlich habe es nie verstanden und habe mich aber auch sehr lange nicht wirklich damit befasst. Aber jetzt ist es soweit. Falls es euch genauso geht wie mir, dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich werde heute dieses Programm Mantis einmal installieren und ich werde mein Roster und mein komplettes Inventar scannen. Ihr könnt also hier Schritt für Schritt einfach mitmachen. Und falls ihr das doch in Textform lieber mögt, dann haben wir auf unserem Discord-Server auch noch eine komplette deutsche Anleitung mit Bildern hinzugefügt. Unseren Link zum Discord-Server findet ihr in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf jeden Fall über dein Feedback. Der erste Schritt beinhaltet den BlueStacks-Link. Das hat einfach den Grund, falls ihr kein BlueStacks benutzt, es kann ja auch sein, dass ihr das wirklich nur am Handy spielt. BlueStacks ist ein Android-Emulator und simuliert quasi das Android-Programm. Und somit könnt ihr auf dem Windows-PC spielen. Am Ende des Videos zeige ich dir auch, wieso MSFGG wirklich vorteilhaft für dich sein kann. BlueStacks habe ich aber jetzt schon auf meinem Rechner und deswegen starten wir direkt mit der Windows-Erweiterung. Die braucht ihr, damit alle Programme richtig funktionieren und deswegen muss das einmal installiert werden. Mit dem direkten Link kommt ihr auch auf die Website und könnt das Programm installieren. Ihr könnt im Schritt 3 direkt auf den Link gehen und Mantis wird gedownloadet. Anschließend müsst ihr auf den Download klicken und es erscheint dieser Bildschirm und ihr könnt die Installation starten. Nachdem Mantis installiert ist, fragt er direkt nach einem Update. Das könnt ihr auch direkt herunterladen, einfach dann neu starten und dann funktioniert es einwandfrei. So, es erscheint dann dieses Bild. Sieht auf jeden Fall auch schon sehr unübersichtlich aus im ersten Moment, aber keine Sorge, ich gehe jetzt auf die nächsten wichtigsten Details ein. Und zwar Schritt 4. Ihr müsst auf die Installationsordner gehen und die findet ihr meistens in dem Programm. Müsst mal schauen, wo euer Computer das runterlädt. Bei mir ist es in dem Ordner Programme auf meinem Datenträger und dann in dem Ordner Mantis. In diesem Ordner befinden sich weitere Ordner und Dateien, aber es ist erstmal nur wichtig, dieser Ordner Fonts. In diesem Ordner befinden sich Schriftdateien und die müsst ihr einmal nicht herunterladen, sondern installieren. Wenn das gemacht ist, könnt ihr direkt im Tool auf Settings gehen, also in dem Mantis-Programm, das Ganze einmal auf Deutsch schalten. Und ihr habt die zwei Scan-Kästchen, die müsst ihr beide aktivieren, also Enable Raster Autoscan und Enable Auto Opscan. Anschließend geht ihr nochmal auf den Browser. Also Voraussetzung fürs Ganze ist natürlich, dass ihr auf MSFGG bereits einen Account habt. Wenn ihr dort auf Einstellungen geht, dann findet ihr den Zara Tools Key und die User-ID. Diese müsst ihr kopieren und hier einfügen. Jetzt startet einmal alle Programme neu. Wichtig ist, dass ihr BlueStacks immer vor Mantis starten müsst. Das heißt, jetzt muss auch Mantis nochmal neu gestartet werden, bevor es optimal funktioniert. So, und jetzt seht ihr das. Nachdem Mantis neu gestartet worden ist,
könnt ihr jetzt schon direkt, ohne dass ihr irgendwas gescannt habt, sehen, welche Fähigkeiten ausgerüstet haben auf Maximum, welches ISO 8 benutzt worden ist. Hier eine wichtige Info, und zwar: Diese Daten sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht aussagekräftig, weil es noch zu wenig Nutzer gibt, die dieses Tool benutzen. Auf jeden Fall geht ihr bei dem Mantis-Programm jetzt auf Tools und dann auf Scan Roster. Jetzt wird alles automatisch gescannt. Jeder einzelne Charakter wird jetzt quasi durchgeklickt und es werden Infos zu den Fähigkeiten, wie ihr die ausgerüstet habt, Ausrüstungsklasse, Level und ISO 8 und auch die Sterne, Yellow und Red Stars, werden jetzt gespeichert. Wenn ihr durch seid, seid ihr wieder am Anfangscharakter angekommen und dann müsst ihr einmal auf Tools gehen, wieder im Mantis-Programm und Export Roster to MSFGG auswählen. Das müsst ihr übrigens immer tun, wenn ihr etwas Neues gescannt habt, damit es dann auch auf der Website zu finden ist. Und die sieht dann genau so aus. Hier findet ihr jetzt alle Charaktere, alle Infos, alle Fähigkeiten, ISO 8, Ausrüstungsklasse, einfach alles, was ihr bisher an den Charakteren getan habt. Aber ich gebe euch jetzt noch eine kleine Zusatzinfo, und zwar: im Dunkle Dimensionsplaner habt ihr die Möglichkeit, eure Dunkle Dimension zu planen. Ihr könnt euch Charaktere auswählen, eurer Wahl, also die sind auch direkt in global und kosmisch etc. Aufgeteilt, und dort seht ihr genau, welche Materialien ihr haben müsst. Jetzt stellt sich ja immer die Frage, wie viele Materialien habe ich eigentlich? Und jetzt gebe ich euch den Tipp: Es gibt die Funktion in dem Mantis-Programm auch Orbs und die Materialien zu scannen, und dementsprechend könnt ihr euer komplettes Inventar, was ihr habt, in MSFGG aufrufen und sehen. Und dann könnt ihr auch direkt sehen, für welchen Charakter welche Materialien fehlen. Also geht ihr auf Orbs, am besten auf Ausrüstungsorbs, also dort, wo Ausrüstungsmaterialien sind. Der einzige Nachteil ist, dass ihr jeden einzelnen Orb durchgehen müsst, damit ihr auch wirklich alle erwischt. Ihr müsst das Ganze natürlich wieder auf dem Mantis-Programm exportieren. Und zwar geht ihr diesmal auf Tools und Export Inventory to MSFGG. Und dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt euch das Team dann wieder auswählen, rot markiert, seht ihr dann, welche Materialien euch fehlen. Wenn ihr jetzt auf die Materialien einzeln drauf geht, also mit der Maus ohne drauf zu drücken, könnt ihr auch sehen, welche Charaktere betroffen sind. Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit, euer gesamtes Roster zu sehen, und dafür geht ihr auf euren Account, also oben rechts auf euren Namen und auf Inventar. Ja, ich habe jetzt hier nicht alle gescannt, deswegen steht jetzt überall noch 0. Ich habe das für das Video mal schnell die 2 Orbs genommen. Aber so sieht das dann Ganzes aus. Es ist dann alles komplett aufgelistet. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, was für euch vielleicht ganz nett sein kann. Und das ist die Sortierung. Ihr könnt jetzt genau schauen, wie viele Charaktere habe ich eigentlich auf 7 Red Stars. Welcher Charakter ist der stärkste Heiler bei mir? Welcher Charakter hat den größten Schaden bei mir? Ist auf jeden Fall ein nettes Feature. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und du kannst jetzt MSFGG benutzen bzw. das Mantis-Programm herunterladen und dein Roster scannen. Wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, wie es aussieht mit der Allianz, ihr könnt hier nämlich eure Allianz beitreten bzw. wenn sie noch nicht vorhanden ist, sogar eine Allianz erstellen. Ihr habt somit den Einblick auf eure Allianzmitglieder und könnt euch untereinander viel direkter und viel einfacher vor allem helfen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib mir gerne ein Feedback. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.